Finde, super. Finde ich toll, wenn jemand so multitaskingfähig ist. Klasse. Ich darf euch heute jetzt was über das Testen weiter erzählen. Ihr habt ja schon ganz viel Ahnung gehabt. Ihr habt Wörter wie Kinesiologie in den Mund genommen. Jetzt wollte ich fragen, ob ihr denn da schon mit der Kinesiologie oder so oder mit dem Testen schon mal so in Berührung gekommen seid. Habt ihr da schon mal Ahnung? Oder Kopfschütteln? Nein. Sehe ich irgendwie. Ah ja, Felix macht so okay. Felix, magst du erzählen, in welchem Bereich hast du mit der Kinesiologie da irgendwie in Kontakt gehabt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich genau weiß, was es ist. Ich kenne halt nur, wie so bestimmte Verfahren, ich mache es in meiner Bauchregion, dass wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, und dann sage ich zum Beispiel, rechts ist das eine, links das andere, in der Mitte ist die dritte Antwort, dann stütze ich und dann Okay. richtet sich das halt aus. Oder halt mit dem Körper, ob der nach vorne kippt, nach hinten kippt, aber halt nur so ganz basic. Dann weiß ich, ob das in die Richtung geht. Also genau so in die Richtung geht's und das ist aber, wenn du dann mit deinem Körpergefühl arbeitest und jetzt beim Testen, was jetzt bei mir der Fall ist, ist es ja gerade die Kunst, dass man sich eben nicht auf sein Gefühl, auf seine Intuition, sondern eben auf das Energiesystem des Gegenübers konzentriert. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst eben dann komplett leer macht und wirklich Kontakt dann aufnimmt. Bei mir geht es also ich brauche nicht zwingendermaßen die Person vor mir, sondern es geht dann einfach, ich möchte sie mal ganz gern gesehen haben, mal die Augen geguckt haben. Und beim Testbogen von Andreas jetzt, den ihr auf der Webpage findet, ist es auch so, dass die Leute mit mir immer ein Vorgespräch haben von 15 Minuten, wo dann auch überhaupt erstmal die Thematik erfasst wird und eben auch der Heilsatz erstellt wird. Und dort baut man dann insgesamt in dem Gespräch einfach dieses Gefühl auf. Und dann muss die Person nicht mehr da sein, also deswegen kann es auch telefonisch passieren. Und dann kann ich aber mit dem Heilsatz mich jedes Mal mit dem Energiesystem wieder verbinden, dass es genau das ist, was der Patient will und eben nicht ich. Und diese Lehre, also vielleicht fange ich da mal an, ich habe das als die Kinesiologie selbst beim Arzt mal mitbekommen. Ich hatte da eine gute Ärztin in Garmisch-Partenkirchen. Und die hatte dann hat mir so ein Ding in die Hand gedrückt oder mal das Zuckerstückchen auf den Bauch und hat dann immer den Armtest gemacht. Und dann hatte ich hier wirklich das Gefühl, ja, ich wende die gleiche Kraft auf und einmal ist der Arm total stark. Und sobald der Zucker auf meinem Bauch war, zack, dann war die Energie weg. Und ich dachte, ich spinne doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Also ich hatte euch erzählt, ich komme ja eher aus der BWL und dann ist das immer so was so von wegen, nee, es kann ja gar nicht sein. Also dieses Übernatürliche, das war für mich total spooky und auch die mega Herausforderung. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann muss doch da mehr dahinter sein. Und dann bin aber dann erst über Reiki und mit diesen Energien in Berührung gekommen, bin auch Reiki-Meister. Und dann war aber gedacht, okay, dann geht's ja aber doch dieses Kinesiologie, bin dann bei Touch for Health gelandet. Da habe ich eine Ausbildung in München gemacht. Und da war es aber immer das Problem auch, wenn du das mit den Patienten gemacht hast, wenn es geht da um die Verbindung beider Gehirnhälften, dass die halt wirklich ja ausgeglichen im System sind. Und dann musst du es dann eben gucken, dass da so Ausgleichsübungen stattfinden, ob die genügend Wasser getrunken haben. Und diese ganze Fürsorge, die kannst du ja dann, also das dauert natürlich, bis du den Patienten so weit hast. Dann habe ich gedacht, ja Mensch, aber mit dem Reiki, das musste doch irgendwie auch gehen, dass ich dann irgendwo mit der Energie mich mit dem Patienten verbinde. Ich habe dann noch eine Ausbildung in Quantenheilung gemacht und da ist es ja auch noch mal ganz was anderes und da merkst du das ja wirklich so, wow, wie das funktioniert. Also wenn man da so eine Welle erzeugen kann und dort war ich dann wirklich, also nachdem dann etliche Menschen bei mir umgefallen sind, habe ich gedacht, okay, also ich habe anscheinend diese Fähigkeit, ich muss mich da wirklich überzeugen, weil das ist ja schon eine große Verantwortung. Du kannst ja nicht einfach irgendwie sagen, so, ja, genau, lapidar, jetzt ist es so und so, sondern ich muss wirklich das Gefühl haben, bei dem Energiesystem des Patienten zu sein. Und jetzt auch die Tage, wo ich Migräne hatte, da kann ich auch nicht arbeiten, das geht nicht, weil da ist der Kopf nicht frei, da kann ich da nicht testen. Da muss ich einfach wirklich das Gefühl haben, nee, ich bin komplett leer. Und Schmerzen sind da nicht sonderlich gut drin, dass man dann wirklich das Gefühl der Leere so spürt. Ja, dann gibt es ja Methoden. Also Frau Dr. Schamfuß macht eine Armlängenmethode. Okay, jetzt haben wir wieder. Seht ihr mich noch? Instabiles Internet. Hört ihr mich noch? Kurz mal. Hört ihr mich noch? Seid ihr noch alle da?
Ja, Du okay. warst zweimal kurz eingefroren, aber jetzt ist alles wieder gut. Super. Nee, ich wollte jetzt bloß etwas, ich erzähle euch so und dann irgendwie so eingefroren. Wo war ich? Armlängentest. Genau. Also die Frau Dr. Scharnfuß macht das per ganze per Armlängentest. Ich habe eine Zeit lang mit Tensor gearbeitet, aber den hast halt nicht immer dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, für mich war das das Optimalere. Ich mache den Test immer mit den Zeigefinger Daumen. Und es ist dann wie so ein Haken. Und wenn du jetzt halt mal, könnt ihr gleich mal alle mitüben, in dem Moment, wo du halt sagst ganz klar, okay, ich brauche jetzt ein Ja, dann versuchst du diese zwei Haken auseinander zu kriegen. Und jetzt sag einfach mal ganz fest in dir im System, okay, und jetzt ist nein. Und dann kann ich genauso ziehen, aber dann ist es sofort offen. Und das ist irgendwie so, wo ich dann immer austeste, okay, erstmal, ob ich mit dem Patienten arbeiten darf. Und dann, wenn da ein Nein kommt, hatte ich einmal, dann ist es auch nein. Und dann geht es da auch nicht darum, dass ich jetzt, weil dann will das System jetzt da nicht getestet werden, dann ist der Patient, keine Ahnung, im Prozess oder was auch immer. Und von dem her gesehen orientiere ich mich daran. Und das hat was, also von der Kinesiologie her ja immer mit Muskeltests und Spannung zu tun, genau wie das mit dem Zucker. Wenn was für dein System gut ist, dann bist du eben stabil. Wenn du für dein System nicht gut bist, dann wird es instabil und dann kann man es eben nicht halten. Also so funktioniert das für mich und bin da eigentlich immer sehr, sehr gut damit gefahren. Also, du hattest, wer war das vorher, der von der Leibarbeit gesprochen hat? Das war Hanne, aber die ist gerade leider nicht da. Die musste kurz Okay, aussteigen. also auf jeden Fall, um da nochmal kurz einzugehen, bei der Leibarbeit ist noch ein bisschen, also Leibarbeit habe ich ja an der Schule auch machen dürfen, da hast du den Kontakt körperlicherweise. Und durch diesen Körperkontakt kommt dann der Impuls, da geht es dann noch mehr um die Intuition. Also beim Testen ist es eher anders, dass du dann nicht eben nach deiner Intuition gehst, sondern es ist wirklich rein schematisch, computermäßig 0 und 1. Es ist entweder gut oder es ist schlecht. Es ist ja oder es ist nein. Und deswegen möchte man das ganz klar unterscheiden. Es hat nichts mit Intuition zu tun. Weil ich habe auch durchaus Testergebnisse, wo man sagt, das kann jetzt irgendwie gar nicht sein. Ich teste dann aber nochmal nach. Und danach kommt aber dann von der Patientin, ah ja, doch, genau das war dann. Oder dann irgendwelche anderen Dinge. Aber das darf ich halt komplett in dem Fall ausblenden. Das ist nicht. Mich gibt es in dem Moment, wo ich teste, gibt es mich und mein Energiesystem nicht. Ich habe eine Frage. Ja, Tasch. Was ist das Unterschied von Kinesiology und die Testung? Ich glaube, das System ist basiert auf dem Gleichen. Es basiert auf dem, ist es gut oder nicht? Und bei der Kinesiologie, bei Touch for Health zum Beispiel, da ist es ja wirklich auf den einzelnen Muskel bezogen. Das sind ja dann, ich weiß nicht, oh, lass mich lügen, ich habe es lange nicht mehr gemacht, 22 Muskeltests, die du machst. Und dann merkst du eben vom Energiesystem, liegt es jetzt an dem oder an dem oder an dem. Und dann gibt es Auflösearbeiten. Und das ist mir alles etwas zu komplex gewesen. Und aber aus der Richtung komme ich her, so dass ich halt für mich den Beweis hatte, das funktioniert. Also ich muss ja immer irgendwie, wie Andreas sagt, es glauben, dass das, was ich tue, stimmt oder es bei mir selbst bewusst machen, weil sonst wäre das irgendwie Makulatur, was uns ja oftmals unterstellt wird. Und das möchte ich halt, also durch diese Kinesiologie ist mir klar geworden, dass das wirklich so funktioniert. Es soll nicht heißen, dass trotzdem Leute das manipulieren. Ich meine, es hat ja immer was mit der Person zu tun. Aber in meinem Fall ist es so, mir ist es ganz klar bewusst, ich bin in dem Energiesystem von dem Patienten und was für ihn optimal ist, das ist so die Haltung, die du bei dem Test eben brauchst. Und dann kann es funktionieren. Habt ihr sonst noch Fragen? Ja, Judith? wie merkt man oder kann man fühlen, dass man mit dem System verbunden ist? Ich merke das bei mir dran, weil es in dem Moment, weil ich einfach komplett leer bin. Und in dem Moment, wo ich mich ankere mit dem Heilsatz des Patienten. Wir hatten ja vorher gesprochen, beziehungsweise ich habe ja dann auch das Bild von der Patientin oder von dem Patienten und habe dann auch reingespürt in die Haltung. Und dann, ja, aber das ist, wie soll ich das beschreiben? Wie merke ich das?
dass ich mit dem verbunden bin? Das ist eine gute Frage. Das klickt einfach so rein. Das ist einfach so, weil in dem Moment es eben genau mein Fokus und meine Haltung ist. Okay. Felix? Kann ich denn auch auf Dinge testen, die ich nicht kenne? Weil in den Prozessen, die ich jetzt kenne, ist es ja, wenn man jetzt nicht mit Intuition, sondern wirklich mit Körperphänomenen geht, dass man eher Ja-Nein-Programme sozusagen gesteuert. Dann kann ich auch auf was kommen, auf eine Therapieform oder auf was, was der Patient braucht, was ich gar nicht kenne selber. Also das ist ja das Faszinierende bei Andreas Testbogen, der umfasst mittlerweile 13 Seiten. Da sind Therapieformen dabei, die kenne ich gar nicht. Also das ist, wo ich sage, so noch nie gehört. Und ich teste das dann einfach durch, ob das für das Energiesystem stimmig ist. Und deswegen, ich kenne es nicht, aber es funktioniert. Also von dem her ist es nicht zwingendermaßen erforderlich, dass ich das weiß. Beatrice? Darf ich noch was fragen? Ja. Der Heilsatz des Patienten, kommt der von dir oder kommt der von ihm oder testet ihr den? Nee, der wird vom Patienten und mir erarbeitet. Die erzählen dann etwas und es ist schon auch, wo ja die Anamnese der prozessorientierten Homöopathie hingeht. Die kommen dann mit Sachen, oftmals kommt auch so von wegen, ach, warum ich Ihnen das jetzt erzähle, weiß ich gar nicht. Der hat gesagt, ja, es wird einen Grund haben. Und dann, ja, schon allein, dass sich der Patient die Gedanken drüber macht, ja, was ist denn eigentlich mein Anliegen und an was kann es denn sein? Und dann kommt, sei es jetzt eben die unglückliche Beziehung oder eben der Stress mit der Mutter oder wie auch immer. Und aus dem gefolgt kommt dann dieser Satz, was für Sie notwendig ist, dass es wirklich zur Heilung kommt. Und das, ja, das beeinflusst dann das Energiesystem wahrscheinlich auch ein Stück weit dadurch, dass dann der Patient schon etwas sich bewusster wird und dann funktioniert, also dann kann ich anfangen zu arbeiten. Okay. Aber nochmal, der Heilsatz ist immer positiv formuliert, also keine negativen, also nichts Nein und Nicht und so und aktiv. Also ich lasse auch gerne möchte, darf und sowas raus, sondern eher, dass das dann irgendwie schon manifestiert ist. Okay, ja, gut, danke. Bitte. Hat sonst noch jemand eine Frage? Wie Andreas immer so schön sagt, okay, wenn keine Fragen da sind, dann delegiere ich euch nicht mit Fragen, das ist doch super. Dann ich hätte meine Frage tatsächlich. Kann ja, Valentina? Hi. Hallo. Und zwar, hallo, weil du meintest, man kann das irgendwie durchtesten. Also du würdest irgendwie Testpersonen haben wollen. Also ich würde das gerne mal testen lassen, von dir auch. Allerdings jetzt nicht hier direkt. Gibt es da eine Möglichkeit an der Schule, dass man das irgendwie nochmal... Also von mir aus auch gerne in den Unterricht mit einfließen lässt, aber... Nee, also du meinst, dass du mal getestet wirst, den Testbogen von Andreas? Oder? Genau. Genau, aber dann machen wir separaten Termin. Das hat auch nichts mit der Schule zu tun. Also wenn du das dann mal möchtest, weil das ist ein Aufwand von einer Stunde. Also wir hatten ein Vorgespräch, dann brauche ich noch sicherlich eine halbe Stunde zum Test und dann, bis ich die Auswertungen schreibe. Und dann, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Drum auch, wie Andreas eben meinte, ich kann jetzt ein paar Tests durchmachen, also sporadisch, ob das jetzt halt Homöopathie oder Schamanismus ist. Aber wenn du so einen allumfassenden Testbogen machen möchtest, dann müsst ihr einfach mal einen Termin machen. Ja? Okay, gerne. Also da würde ich mich auch gerne so zur Verfügung stellen. Okay. Ja, dann meldest dich einfach bei mir. Gerne. Okay. Vielen Dank. Danke. Okay. Ja?